Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in Kosmotir. Ich habe unser Schiff mal ein wenig umgebaut schon. Und über Raumsprung vorbereitet ins nächste System. Und zwar sind wir jetzt in einem Fraktions... Bringt er auch, oder? Und zwar in das rote Gebiet fliegen wir jetzt. Wenn er denn springt. Ah, okay. War Pause. In das Centauri-Imperium. Sind wir jetzt gesprungen? 10 bis 12er Gebiet. Das werden wir jetzt in Angriff nehmen. 9 bis 11 bringt nicht mehr viel. Hier bringt dann noch mehr Ruhm. Und wir haben ja, ist ja ein großes Gebiet. Centauri Imperium. Da können wir noch einiges machen. So, und ich habe, wie gesagt, umgebaut. So sieht es momentan aus. Hier vorne habe ich erst jetzt umgebaut. Da weiß ich noch gar nicht, ob das so funktioniert oder nicht. Nochmal hier. So. Ob die beiden dann wirklich in das schießen und die beiden in das. Das müssen wir gleich mal sehen, wenn uns einer angreift. Ich habe die Schilde ausgebaut. Haben wir noch Stahl? So. Da können wir dann noch später was anderes hinbauen, aber als erstes erstmal Stahl und Schilde. Habe ich schon ein bisschen vergrößert. Bis hier, nach ganz unten noch nicht. Weil es fehlt ja immer an Crew, also an Mannschaft. Hier kommt noch eine zweite Reihe Antriebe hin. Dann sind wir auch wendig und schnell genug. Jetzt wollen wir dann mal gucken, was hier gibt. Also hier ist die erste Station. Hier haben wir schon zwei Signale. Können wir zu der Station springen? Gut. Und wenn wir zur Station springen, gucken, was es an Missionen gibt. Und bis wie viel Ruhm wir hier gelangen. Und wir müssen dann später noch ein paar Überantriebe einbauen. Dauert noch momentan ein bisschen zu lange. Was haben die denn hier? Einen konnten wir anheuern. Rufen wir mal die Station. 1500. Dann nehmen wir das alles mit. So. Gucken, können wir irgendwas verkaufen? Den Triestall, den kann er ja erstmal rausrücken. Gut, zum Verkaufen haben wir jetzt erstmal nichts. Den Stahl heben wir auf, das kriegen wir ja eh immer gut zusammen, aber noch. So, werden wir mal gucken. Da ist eine, da. Oh ja, gut verteilt. Dann gehen wir hier so im Kreis, würde ich sagen. Hier müsste ja dann wahrscheinlich wieder eine zweite Station sein. Wo wir das alles abgeben können auch. Mal gucken, was das jetzt hier für ein Gegner ist. Ah, der hat auch
Ionenstrahlen. Dann sehen wir auch gleich, ob das überhaupt funktioniert. Unserer schießt. Ja, schießt. Die auch? Keine Energie. Ha. Okay, wir haben mal wieder zu wenig Personal. Hoffentlich überleben wir das. Ja, wir haben nichts mehr, womit wir schießen. Aber jetzt brauchen wir unbedingt echt mehr Personal. Verteidigung kann ja eigentlich auch machen. Oh, sie mitschießen. Klingt zwar nicht viel, aber das hat uns sehr viel Schaden gegeben. Ich glaube eher, wir überleben das nicht. Ah, oder? Ja, wir haben es überlebt, aber oh Gott, ist das teuer. Bestimmt Crew verloren. Werden wir direkt wieder angegriffen. Gerade wo wir alles einsammeln wollten. Ah. Super. Wir haben zu wenig Energie. Der frisst sich durchs ganze Schiff. So, wann haben wir oh ja, das ist jetzt aber. Ja, jetzt haben wir natürlich eine Schwachstelle, weil die da reinschießen können, wenn unsere Schilde aus sind. Müssen wir es nochmal probieren und diesmal erstmal speichern. So. Wir können ja so dahin fliegen. Dann können wir direkt auf dem Weg schon ein paar angreifen. Oh, ganz viele. Was haben die denn? Na, Atomraketen, war ja klar. Und wir haben zu wenig Personal. Wir haben schon wieder nichts, womit wir schießen. Überall ist die Energie weg.
Ja, also hier ist doch ein bisschen schwieriger. So, müssen wir mal gucken. Das Problem ist mit dieser Schwachstelle, die wir jetzt hier haben, können wir keine Panzerung vorsetzen. Ich hatte die erst in Reihe. Das ging eigentlich auch ganz gut. Also so wie hier. Jetzt müssen wir das so machen. Immer einen dazwischen. Ist dann nur einer, den erstmal schießt. Aber auch nichts, was richtig gut Schaden macht. Ah. Und die kommen halt, weil sie so wenig Personal haben, direkt durch die Schilde durch. Nochmal gucken. Fliegt doch an der Station vorbei, Mensch, ist genass. Was ist da denn? Kohlenstoff. Direkt mitnehmen. Schilde und Panzerung ist besser wie nur eins von beiden. Alles mit dieser Lücke hier ist echt ärgerlich dann. Aber wir bekommen in den anderen Gebieten keinen Ruhm mehr. Aber wenn das hier zu schwer ist, dann gehen wir wohl. Wir hatten ja, waren ja hier. Dann gehen wir vielleicht doch in das 911er erst. Bisschen Ruhm müssten wir da ja dann auch bekommen. So, na, da müssen wir komplett durchschießen. Das hat jetzt geklappt. Gucken, was wir bekommen. Ja, geht. Das Uran, das brauchen wir sehr oft. Und Tristahl für die Antriebe. Jetzt haben wir 211 von 592 erst, also. Wir haben sogar ein bisschen Ruhm bekommen schon. Also wenn wir dann jetzt so einfach zur Station fliegen und versuchen ein paar zu vernichten auf dem Weg dahin, können wir ja vielleicht schon ein bisschen Personal erneuern. Gucken, ob wir das mit dem
Das mal so lassen, ob wir das lieber dann umbauen. Man kann ja auch nur zwei nehmen, weiter zusammenstellen. Und dann hat man nur eine ganz kleine Lücke. Und das machen wir dann halt an 3, 4 Stellen oder so. Geht ja auch. Jetzt ziehen wir wieder Trümmer vor uns her. Thomas, was schießt der jetzt schon wieder auf uns? Mit einer Railgun, okay. Hyperantrieb, Kommandoraum dahinter. Einfach gerade durchschießen. Cool, wir kommen nicht hinterher. Ah. Er ist wogegen geflogen. Und der nächste Pirat, der was von uns will. Nur der hat auch 2 Atomraketen. Einfach mal da hinschießen. Können das ja gleich einsammeln. Hängt ja eh an uns dran. Hätte der mal die Güte anzugreifen? Super, der haut ab. Kommt auch in jedem Gebiet immer nur sehr wenig Ruhm. Ah, diesmal will er wirklich was von uns. Das gedacht. Immerhin können wir uns gut schnell drehen. Das mit der Energie ist echt nervig. Er explodiert immer direkt alles. Schaffen wir es nicht mal hier drauf zu schießen. Immerhin bekommen wir die Atomraketen abgewehrt. So. Schön einsammeln. Oh, ist ja jetzt nicht wahr. Der nächste, der was will. Aber wir konnten uns nicht mal reparieren. Ja, hier ist sogar nichts. So, das reparieren. Das schieben wir jetzt einfach mit uns her. So, wo liegt denn das meiste?
So, erstmal einsammeln. Das dauert komischerweise jetzt auch ganz schön lang. Dabei sind überall Luftschleusen. Ist auch auf mal 8, also keine Ahnung. Werde ich das jetzt erstmal einsammeln, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe ein bisschen weiter umgebaut. Ich habe hier noch mehr Schilder reingemacht. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Personal. 261 haben wir jetzt. Und sind immer noch im selben Gebiet. Ich kaufe die ganze Zeit hier Personal von den Schiffen. Lassen wir die jetzt kurz rüberkommen. Und dann haben wir hier ganz viele verschiedene Missionen. Piratenbasis machen wir wohl als letztes. Holen wir uns erstmal hier Kopfgeld. Also ein klein bisschen Ruhm gibt es hier noch. 2100. Was haben wir eigentlich da vorne schon wieder? Ein kaputtes Schiff. Gut, dann hier drauf schießen. Ja, bis eben ist uns andauernd beim Schießen die Energie ausgegangen. Jetzt auch noch. War nicht mehr so schlimm. Und das Sammeln dauert aus welchen Gründen auch immer auf mal 8 trotzdem ewig. Weil die bewegen sich alle kaum. Weil hier eine zweite Reihe Schilde reingebaut, weil hier wurde immer, wenn einer reingeschossen hat, der hat sich direkt durchgegraben und der ganze Bereich ist explodiert. Also, sehr ärgerlich. Bald haben wir auch die Antriebe hier voll. Dann fehlt noch die andere Seite. Bei uns fehlt echt noch sehr viel Personal. Ich habe jetzt noch zusätzliche Betten überall gebaut. Dass wir überall genug haben. Ich muss noch ein paar Reaktoren bauen. Hier oben immer die Energie ausgeht. Ich hoffe, das geht jetzt. Aber die Mission haben wir ja schon mal geschafft. Dann holen wir uns jetzt die beiden da oben. Sind ja sehr weit weg. Vielleicht finden wir da sogar noch eine Hypersprungbarke. Mal schauen. Ist der nah genug? Der ist nah genug. Will nicht. Hätten wir ihm direkt noch Personal abgekauft. Oh, da war noch Triestahl dabei, das ist gut. So. Ab dahin. Gucken, kommen wir den? Ah, er ist in unsere Richtung geflogen. Das war schön. Und sogar quer. Und wir sind Ruhm aufgestiegen. Fällt mir ein, hat der vielleicht eine Luftschleuse? Thank you.
Also das mit dem Verkaufen klappt aber auch nicht. So. Und dann Luftschleuse hin. Nein, eine. So, können wir das Schiff verlassen? So. Und alles schön einsammeln. Ah ja, gut, Ressourcen dabei. 12 Tri-Stahl. Jede Menge Spulen haben wir schon wieder. Den Stahl werde ich schon gar nicht mehr an der Station los. So viel haben wir. Kommt er zu uns? Ganz knapp an uns vorbei. Oh ne, er kommt doch. Dann schießen wir halt auf ihn. Einfach ein Dreieck. Hm. Das war ja jetzt schon wieder ein bisschen zu einfach. Dann noch eine heile Luftschleuse. Was, sie haben gehört, als würde einer auf uns schießen. Ach, unser Laser versucht hier die Sachen abzubauen. So, Crew entsenden. Ein. Cool, geht. So. Speichert er auch noch. So. Noch mehr Ressourcen. Brauchen wir bestimmt bald wieder Lager. Das gibt aber gut Sachen. Das ist doch verkaufen. So. Da muss eine Luftschleuse hin, damit wir es. Ah nein. Auch verlassen können. Wo ist die Tür in dem Ding? Ah, da. So, einmal Schiff verlassen. Oh, dann kriegen wir sogar Munition. Oh, sehr viele Sachen noch zusätzlich. Tri-Stahl ist immer gut, dann können wir so, erstmal reparieren. Hier hinten die letzten Antriebe bauen. Immer einen Maschinenraum dazu. Haben wir 36 haben wir noch. Dann machen wir hier noch einen hin. So. Und die Kämpfe haben doch schon wieder gelohnt, das ist doch gut. So, jetzt müssten wir auch ein Stück schneller sein. Natürlich fehlt immer noch Personal, aber hier kommen dann noch Wetten und Lager hin. Und Hyperantrieb müssen wir noch ein paar einbauen. Da haben wir nicht genug für. Es dauert zu lange. Und immer in der Nähe von dem Reaktor. Und man sieht sehr gut, hier müsste eigentlich noch einer hin. Weil es verändert die Farbe und ich denke mal, überall grün wird wohl das Sinnvollste sein. Hier unten und Mitte haben wir grün, aber
Oben außen fehlt noch. Aber hier muss auch Munition gelagert werden. Mal schauen, vielleicht nehmen wir das weg und packen da noch Überraumantrieb hin. Und ich habe hier noch ein zweites Flak eingebaut. Noch ein paar, die die Raketen abfangen. Und die Ionenstrahlen, die hat man vorhin, glaube ich, auch schon alle. Und hier mit zwei Reihen Schilden sieht man ganz gut. Einer geht bis hier, der andere bis hier. Also wenn sie uns den Prisma immer zerschießen, explodiert hier nicht wieder alles sofort. Solange wir auch genug Energie haben. Die lassen dann da schon wieder liegen. Oh, war kein Platz mehr? Jetzt sind wir voll. Vielleicht kriegen wir das irgendwo verkauft. Ein Pirat. Kommt der zu uns? Nee, der fliegt weg. Okay. Haben wir jetzt die letzten Teile auch? Wir haben jetzt hier auch Raketenabwehr. Also es ist keine Abwehr, sondern Angriff. Die schießen einfach wahllos irgendwo hin, aber naja. So, sammelt den Rest ein. Können wir zur nächsten Mission. Da ist ein Signal. Hier soll... 5 Stück. Sollen wir mal schauen. Also, der will als erstes. Oh, kaputt. So. Und der da. Ja, und wir haben jetzt auch immer Railguns. Echt nervig. Ja, aber scheint momentan gut zu halten, der Doppelschild. Außen ist ein bisschen die Energie aufgebraucht. So, da sind noch 2 Stück. Ah, da müssen wir komplett durchschießen. Da ist der letzte. Der hat scheinbar hier seine Brücke, oder? Ja. Und vorhin hatte ich einen, der ist die ganze Zeit wollte abhauen. Der war auch schneller. Hat man noch nicht alle Antriebe. Gott. Liegt ja viel rum. Und das war immer ärgerlich, weil er hatte Railgun und die schießt ein Stück weiter als die Prisma-Strahlen. Liegt hier rum. Stahl müssen wir aber erstmal irgendwie nicht einsammeln, du. So. Da haben wir so viel von. Was? Ach, der ist nur da oben. Geht an uns vorbei. Na, was macht er? Vielleicht begegnen wir ihm, wenn wir jetzt hier gleich hingehen. So. Und
Danach müssen wir mal, wenn wir hier waren, einmal kurz wieder zur Station gucken, ob wir was verkauft kriegen. Und naja, Ruhm kommen wir jetzt nur noch einmal. Oder? Ja, vielleicht zweimal. Je nachdem, bis wie viel im 2000er Bereich wir hier Ruhm bekommen. Jetzt auf einmal kommt er zu uns, oder was? Ah, hat er sich gerade anders überlegt, oder wie? Das ist ja schnell. Gucken, kommen wir da hinterher? Oh, halbe Crew ist noch draußen. So, einsteigen. Hier ist schon mal ein Signal. Was ist denn hier? Hyperraumbarke? So. Hier ist ein Signal direkt bei dem Kopfgeld. Ein Friedhof. Die sind immer sehr lukrativ. So, einfach mal auf den Energiekern schießen. Ich weiß gar nicht, ob aus den Trümmern hier noch irgendwas schießt. So, hier ist der nächste. Da müssen wir komplett durchschießen. Oh, hier ist noch einer. Der Deckkanon. Unser Schiff da mal drauf schießen. Ja. Das meine ich. Alles explodiert. Jetzt haben wir nichts mehr, womit wir schießen können. Weil die an der Seite, die haben wieder alle keine Energie, weil, naja, keine Ahnung. Oh, Scheiße. Mal das nehmen. Hab schon wieder nicht gespeichert. Gut, dann werden wir nicht alle von denen auf einmal machen. Ja, das verkaufen wir jetzt hier einfach direkt wieder. Ach, wir sind im Schiff. Okay. Ja, ist ja gut. So. Eine Luftschleuse wieder. Eine. Schiff verlassen. Stahl wollten wir jetzt ja nicht mehr einsammeln. Wieder entfernen. War echt alles nur Stahl. Ja, hier liegt doch auch anderer Kram rum. Überspulen und alles. Ah, jetzt. Okay. So, also. Wie weit zurück? Hm? Wie ist das Bild gedreht? Wo war das, ne? Ja. Ja, genau. Also, dann machen wir die eine und gehen dann zurück, weil wir ja dann eh voll sind. Sammeln die da jetzt eigentlich ein? So. Artig einsammeln. Alles verkaufen. Wir haben wieder die Steuer. Ja, wir müssen die jetzt neu bauen, schnell die Triebwerke, und danach werde ich mal speichern.
Krieg da haben wir noch 154. So. Haben wir noch? 94, aber zu viel. Machen wir erst einen Maschinenraum. So. Nein. Wir können sogar noch eine bauen. Dann bauen wir mal hier eine hin. Ja, jetzt haben wir nicht mehr genug Stahl. Hatten wir noch was? Ja, wir hatten noch ein paar Lager eingebaut, ne? Aber wir werden trotzdem erstmal keinen Stahl mehr einsammeln. Und wir müssen sehen, will da denn? Hm. Was fehlt denn da? Also hier ist Feuerlöscher, Luftschleuse, Luftschleuse, Feuerlöscher, hier auch. Da muss ich gucken, wie ich das hier... Ah. Es explodiert ja einfach immer. Die hier explodieren und die auch. Aber halt schlecht ist, dass hier dann, dass das halbe Schiff hier mit hochgeht. So. Mal so speichern. Mal so speichern. So, was liegt hier noch rum? Munition, das ist gut. Weil vorne haben wir ja noch Flakabwehr und zwei Kanonen. Das meiste. Hier liegt die Munition. Aber Richtung da fliegen. Aber hier liegt noch Raketenteile. 200 Stück. Wie viele haben wir? Achso, okay, wir haben 1900. Das reicht eigentlich. So, dann alle Mann zurück. Und dann geht's ab da oben hin. Dann einmal abgeben und gucken, ob wir noch Ruhm erhalten. Eieiei. Was rammt der mich denn? Der hat's ja eilig. Boah, echt jetzt? Was rammen die mich? Die sind schon kaputt, ohne dass ich was gemacht habe. Schade ist, dass wir auf dem Energiekern schießen, aber die haben mir ihr Cockpit immer so versteckt. Das ist dieser hier mit den Kanonen, der hat uns ja vorhin zerlegt. So einer. Sind zwei im All. Was haben die da verloren? 16 Uran kostet das Reparieren hier unten. Oh, weil der Energiekern kaputt gegangen ist. Wir müssen unbedingt hier fertig bauen. So. Das lassen wir jetzt einfach mal liegen. Dann geht es jetzt ab zur Station. Haben ja drei erledigt. Gucken, wie viel Ruhm wir noch erhalten. Und wie viel Personal vor allen Dingen wir uns kaufen können. Das ist ja das Wichtigste. Ich schiebe schon wieder einen Asteroiden vor uns, ja. Aber ja, rufen wir direkt mal das andere Schiff, das hier ist. So, jetzt die Station. Bis 2010 gab das nur. Das hier auch.
Das bis 2510, okay. Das heißt, dass der Maximal, weil es bis 12, was wir hier im Gebiet noch erhalten können. Ja, Station können wir ja machen, müssen wir ja eh dran lang. 11 neue Leute konnten wir kaufen. So, hier 3000 Stahl kann er erstmal haben. Stahl nehmen wir. Angereichertes Uran auch. Schwefel kann er haben. Ja. Diamanten. Na, haben wir 37. Das muss erstmal reichen. Die Prozessoren geben wir gar nicht so viele aus. Also die reichen, die wir haben. Also Stahl ohne Ende. Nur einfach nicht los. Da ist ein Schiff, direkt mal anfunken, ob der Personal hat. Ja, 4 Leute. Hatten wir den schon? 4 Leute. Und hier ist noch einer. Den hat. Oh, das ist ein neuer. Okay, was? Oh, nee. Oh. Schade, weg. So, wie viele Leute haben wir jetzt? 285. Dann müsste das jetzt energietechnisch ein bisschen stabiler laufen hier oben. Genug Reaktoren haben wir ja. Hätten auch. Mal gucken, vielleicht brauchen wir noch ein, zwei. Ne, ist ja immer gespiegelt, also müsste reichen. Stehen ja hier überall. Unten haben wir auch genug Personal. Gut, die hier gehen immer an und aus, aber ist doch nicht so schlimm. So, Triestall 42. Müssen wir mal überlegen. 54 Uran. Mittlerer, ne? 16. Dass wir das hier kopieren und hier unten hinsetzen. Und das werden wir dann einfach nach außen setzen. Aber bis wo kopieren wir das? Oder machen wir das von oben? Können wir mal gucken. So. 4. Ja, nicht verbunden ist mir klar, du Vogel. Echt jetzt? Das so machen. So. Oh nein, ich hab's kopiert. Jetzt brauchen wir es ja nur noch ausschneiden. Zum Henker? Warum geht das nicht? Was soll denn das jetzt? Ups.
Oh, von der Länge her passt das auch. Das ist ja gut. So. Und dann war... Was brauchen wir denn? Gar nicht so viel. So, jetzt hat er auf einmal beidseitig oder was? Ein Stück zu lang. War das jetzt nicht lang genug? Aber das ist ja nicht so schlimm. So. Dann ziehen wir da einfach eine Wand ein. So. Bei den Flachs muss man dahinter. Cool. Muss ja dann nicht. Das da auch nicht. So. Ja auch. Hier haben wir Raketen. Müssen wir jetzt hier dann noch zubauen? Hier kommt jetzt auch ein Weg hin. So. Wir können ja zwei Reihenwege machen. Und sind jetzt hier eigentlich überall keine Türen. Können wir ein Laufband hinmachen. Können sie schneller hin und her laufen. Eigentlich eine gute Idee. So, bauen wir. Wir müssen jetzt hier unten natürlich auch Reaktoren noch hin. Aber da haben wir leider nicht genug Uran für. Zwei große erstmal nehmen. Erstmal einen Weg. So. Ups, war noch zu viel. Oh nein. Da brauchen wir immerhin mal ein bisschen Stahl. Das hier wieder entfernen. So, jetzt sind wir wenigstens einmal rum. Zwar Verteidigung hier noch nicht. Mal gucken. Welchen Abständen wählen wir die Reaktoren?
Erstmal hier ein. Dann müssen wir hier unten auch noch Betten hinbauen. Wir könnten ja so zwei Betten. So zwei Betten. Gut, er hat das direkt übernommen. Die Hälfte der Betten machen wir dann. So, und die unteren rot. Weil für die Waffen kann sein sogar, dass wir... Ja, wir können jeweils eins... So. Hier müssen drei, da drei. Hier und hier, dann reichen zwei Betten. Die anderen können sich einfach um die Schilde kümmern. Die beiden hier sind überflüssig. Aber falls hier hinten zerschossen wird, haben wir dann noch einen kleinen Schutz. Also können wir eigentlich lassen. Aber das hier ist überflüssig. Die Waffen brauchen wir ja hinten gar nicht. Können die weg. So. Dann aber ruhig ein weiter Gang hin. So. Müssen wir sehen, ob wir hier dann auch noch Antriebe hinsetzen. Oder ob die reichen. Hier müssen wir einfach mal gucken, wie schnell wir dann sind. So. Also bis hier rein können wir ja noch bauen. Einfach mal schauen. Hier vier Personal. Hier können wir nicht laufen. Und dann nicht. Ah, er ist schon weg. Deshalb wahrscheinlich. Also diese Fraktionskonflikte, die machen wir am besten noch nicht. Wo haben wir denn jetzt schon wieder Personal verloren? So. Also dann haben wir ja gut was geschafft. Dann gut Ruhm bekommen. Das Gebiet hier haben wir ja noch 2510 Ruhm zu machen. Dann können wir jetzt hier noch und dann so rum im Halbkreis und wieder abgeben. Im nächsten Mal. Das hier eigentlich. Ah. Da ist ein Schiff. Dann machen wir die letzten Quests noch. Die mit Ruhm. Bauen ein bisschen um, bevor wir ins nächste Gebiet starten. Sicher ist sicher. Gucken, ob wir schnell genug sind. Müssen sehen, ob wir das hier vielleicht irgendwie anders noch bauen. Oder ob wir irgendwo einen Weg machen. Für eine Railgun vielleicht. Aber die ist ja auch sehr teuer. Ja, Triestall brauchen wir da die ganze Zeit für. Nur das brauchten wir jetzt erstmal für die Antriebe. Weil wenn wir nicht hinterherkommen, ist ja auch nicht so gut. So, dann werden wir einmal schnell testen, bei uns ist, schnell wir sind. 80, 70, was nun? Also, wenn wir keine Meteoriten vor uns herschieben würden, 70.
Wenn wir genug Personal haben, schaffen wir 70. Aber wie man sieht, schwankt ja ganz schön. Zwischen 40 und 70. Aber 70 wäre ja schon okay. Wenn wir dann genug Personal haben, damit wir das hier auch durchgehend am Laufen lassen können, dann ist 70 in Ordnung. Müssen wir nur noch ein bisschen Waffen. Dann ist eigentlich schon gut. Müsst mal gut weit kommen. Nur immer aufpassen wegen den Atomraketen und wegen den Railguns. Gut, dann haben wir noch viel zu tun beim nächsten Mal. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.